Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video mit einem riesigen Update. Also Epic Games ist jetzt für die nächsten zwei Wochen im Urlaub, also eine Sommerpause, und hat uns sozusagen in diesem Update für die nächsten drei Wochen eigentlich fast alles in die Gamefiles reingepackt, und es ist wirklich super viel, was neu reingekommen ist und was in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal released wird. Wir gehen über die ganzen einzelnen Sachen durch, Leute, und welches Video gefällt, gerne Daumen nach oben da lassen und abonnieren, und los geht's. Als erstes haben wir die Flare Gun, eine neue Waffe im Spiel, blaue Seltenheit und hat 6 Schuss. Wir können sie nicht neu aufladen. Sie ist sozusagen wie eine Harpune. Wenn die einmal leer ist, dann ist es vorbei. Dann schmeißen wir die weg und haben diesen Slot dann frei. Und diese Waffe funktioniert auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Also erstmal macht sie 60 Damage, wenn wir den Gegner damit treffen, oder wenn diese kleine Kugel, die vorne rauskommt, neben dem Gegner explodiert. Dann fängt alles drumherum an zu brennen. Das ist sozusagen der zweite Effekt von dieser Waffe. So ähnlich wie beim Glühwürmchenglas, wie so ein Molotow. Es fängt alles an zu brennen, Gebäude und Gegner natürlich auch, und macht dann Damage. Die zweite Funktion von der Waffe ist super interessant, und zwar können wir damit die Gegend scannen, wenn wir die aber erst sozusagen auf eine gewisse Distanz feuern. Wenn wir nur ganz nah schießen, dann explodiert die einfach und macht Schaden. Wenn wir die aber auf Entfernung schießen, die Waffe, dann kommt ein Scan. Das heißt, sie explodiert irgendwann mal in der Luft automatisch und das Feuer fliegt nach unten. Aber es gibt einen großen Scan in diesem Bereich und alle Gegner, die sich in diesem Bereich befinden, werden aufgedeckt. Und das macht diese Waffe oder dieses neue Item übertrieben stark, finde ich. Es ist sozusagen irgendwie so ein Combo-Item. Man kann sie zum Scannen benutzen. Also das ist sozusagen eher so eine passive Fähigkeit, und aktiv, um Damage zu machen oder zum Beispiel um Gebäude zu zerstören, gerade bei Buildfights. Also ich finde diese Waffe mega geil, also super interessant. Klar, der Damage ist jetzt nicht so heftig, aber dadurch, dass man sie auch für was anderes als Damage benutzen kann, macht die Waffe schon wieder drum ziemlich interessant eigentlich. Also ich finde dieses Item übertrieben geil. Als nächstes haben wir Upgrade-Station. Das ist ein neues Item, um sozusagen eine Upgrade-Station immer dabei zu haben. Blaue Seltenheit, wir können nur eine davon dabei haben. Aber das Coole ist, wir können sie immer wieder mitnehmen. Also man kann sie zerstören, sie hat 400 Leben, wir können sie kaputt hacken zum Beispiel, und dann droppt dieses Item wieder und wir können sie wieder mitnehmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in dem Moment nicht genug Materialien haben und irgendwo anders hingehen müssen, um Materialien zu farmen, um eine Waffe zu upgraden, dann können wir die einfach wieder mitnehmen und dort irgendwo wieder aufbauen. Ich finde dieses Item ziemlich cool. Es ist eine gute Lösung für die Upgrade-Station, die man eigentlich übertrieben selten benutzt hat, außer in dieser Season, weil wir es müssen für diese Challenges. Aber ich finde es ziemlich cool, sich so ausgedacht zu haben, dass man das immer wieder mitnehmen kann. Dann haben wir drei neue Stempelkarten im Spiel. Erstmal wurden die ein bisschen geupdatet von der Optik her. Die sehen jetzt so ein bisschen anders aus. Aber es gibt drei neue, und zwar erstmal diese bissige hier vorne. Und zwar müssen wir für diese Stempelkarte mit einem Hai einen Gegner eliminieren. Es ist gar nicht so einfach, aber der Hai beißt jetzt richtig zu. Davor hat er die ja nur so angerempelt, so sozusagen im letzten Update, aber jetzt ist es so, er schnappt richtig zu, und es müssten, glaube ich, 70 Damage sein, die dieser Hai dabei macht. Es ist nicht einfach. Ich habe das Ganze in der Bot-Runde gemacht. Es ist halt super easy. Die Bots, die schwimmen meistens eh nur im Wasser rum oder stehen rum. Deswegen ist es da irgendwie am allereinfachsten. Aber in den normalen Runden stelle ich mir das schon sehr schwer vor, damit irgendjemanden zu eliminieren. Von daher würde ich da empfehlen, die Bot-Runden zu machen. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, ich verlinke euch da oben, also auf der anderen Seite, mal das Video, wo ich erklärt habe, wie man das mit den Bot-Runden macht. Und dann sind alle Challenges und Stempelkarten super einfach. Und die weiteren neuen Stempelkarten sind die XP-Münzen, und zwar kommen jetzt am Donnerstag zwei neue rein, und zwar die blauen und die goldenen. Ich habe ja beim letzten Mal schon im Community-Post alle Stempelkarten aufgesammelt und euch gezeigt, wo die alle sind. Das werde ich jetzt am Donnerstag wieder machen. Wenn ihr da mithelfen möchtet, kommt gerne im Discord vorbei. Wir sammeln da immer zusammen. Sobald sozusagen das Ganze freigeschaltet wird, streuen alle aus und suchen nach diesen Münzen, und ich trage die dann ein und poste das dann auf YouTube. Also das sind sozusagen die beiden neuen Stempelkarten, beziehungsweise die drei neuen mit dem Hai. Dann haben wir eine neue Insel im Spiel. Das Wasser ist bisher noch nicht gesunken. Ich denke mal, das wird am Donnerstag passieren, dass das Wasser runtergeht und neue Gebiete sozusagen freigeschaltet werden. Jetzt haben wir aber eine kleine neue Insel bekommen, und auf dieser einen kleinen Insel gibt es eine Aufgabe zu erledigen. Und zwar gibt es da jetzt diese Ureinwohner oder Inselbewohner, diese kleinen Quietschviecher irgendwie. Auf jeden Fall können wir denen 100 Holz geben, und dafür bekommen wir ein Achievement, und wir bekommen 25.000 XP. Und das ist der erste Schritt für diese kleine Story, die wir beim letzten Mal ja auch hatten mit den Teddybären und mit den Zwergen. Und diesmal spielt diese kleine Mini-Story mit diesen Aufgaben mit diesen kleinen Inselbewohnern ab. Und das ist jetzt der erste Part. Fliegt einfach hin, da ist genug Holz, also da sind nur ein paar Bäume am Start, die ihr abfarmen könnt und die dann damit füttern. Also ich
Ich glaube, die essen das, oder ich weiß nicht. Wofür gibt man denen das ganze Holz? Außerdem sind da noch so kleine Schiffe und also alles so, so eine kleine Miniaturwelt ist da irgendwie aufgebaut. Aber diese Story wird auf jeden Fall fortgefahren. Ich denke mal so, jede Woche bekommen wir da so ein kleines Update wie beim letzten Mal in der Season. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Updates, und zwar kann man jetzt die Tankstellen auf der Karte sehen, wenn man in einem Helikopter sitzt oder in einem Boot. Da müsst ihr einfach nur mal die Karte aufmachen, dann seht ihr schon alle Symbole auf der Map verteilt, wo die Tankstellen sind. Das bedeutet aber auch zeitgleich, dass wir Helikopter und Boote auch tanken müssen, ansonsten wäre es da noch nicht integriert. Und das heißt, wir müssen alle Fahrzeuge, auch Autos und so weiter, dann tanken. Die Tankstellen wurden auch nochmal geupdatet, die sehen wieder aus wie früher, also irgendwie hat das neue Design denen scheinbar nicht gefallen. Also die sehen, also es wurde einmal rückgängig gemacht und jetzt sehen die aus wie die alten Tankstellen oder fast identisch wie die alten Tankstellen. Aber die werden wir dann benutzen, um alle Fahrzeuge im Spiel aufzutanken. Und dann das nächste, was nochmal geupdatet wurde, ist die Zone. Und da bin ich echt gespannt, warum sie das gemacht haben. Oder ich frage mich einfach nur, warum sie das gemacht haben. Die Zone ist jetzt komplett lila und erinnert so an diesen Kevin-Effekt beziehungsweise an Steamy Stacks, an dieses Wasser. Es scheint, als würde es übertrieben hart regnen in der Zone und als würde diese lilane Flüssigkeit von oben runter regnen. Ich weiß nicht genau, warum sie das jetzt so gemacht haben. Ich meine, der alte Sturm sah eigentlich auch okay aus, war eigentlich nichts Besonderes. Aber jetzt diese neue Zone, meint ihr vielleicht, dass es irgendeinen Storybezug hat, dass irgendwie Kevin wiederkommt oder vielleicht, dass das Kraftwerk kaputt geht und oder vielleicht irgendwie diese Flüssigkeit aus diesem Kraftwerk jetzt runterregnet oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber die Zone sieht jetzt auf jeden Fall richtig krass aus. Und nochmal ein ganz kleines Update, und zwar wurde jetzt der Spind überarbeitet. Und ich habe sogar das Gefühl, als wären die Charaktere jetzt irgendwie grafisch ein bisschen detaillierter. Ich weiß nicht, aber auf mich wirkt es irgendwie so, als wären die so ein bisschen krasser dargestellt. Das ist mir schon am Anfang der Season so ein bisschen aufgefallen. Aber wir haben jetzt hier einen neuen Spind, so ein bisschen aufgeräumter sieht das Ganze aus, so vom Design her. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu, zu diesem Design mit den Flügeln? Es muss einfach nur alles brennen. Ich habe nur leider keine passende Spitzhacke. Und ansonsten, was auch interessant ist, ist, dass der Item Shop sich jetzt in 2,5 Stunden refresht. Da bin ich mal gespannt. Guck mal auf jeden Fall rein, was da irgendwie reinkommt. Müssen wir mal gucken. Ansonsten gerne auch Creator Code Oleg natürlich an der Stelle für den Support. Vielen lieben Dank. Und dann, Leute, kommen wir jetzt zu der traurigsten News des Tages. Also, es ist eine schwierige News, aber Rette die Welt ist eigentlich dead, könnte man sagen. Also Rette die Welt wird eigentlich gar nicht mehr weiterentwickelt. Epic Games hat Folgendes jetzt gemacht. Und zwar ist es so, jeder, der sich damals die Ultimate Edition gekauft hat, also die größte Edition, bekommt, ich denke mal als Entschädigung so ein bisschen, 8000 V-Bucks, ja, im Wert sozusagen von 80 Euro ungefähr. Ist eine krasse Aktion. Ansonsten bekommt jeder andere Spieler von Rette die Welt eine Stufe Upgrade. Also bei mir war es schon so, ich habe die Standard Edition gehabt und ich habe schon sozusagen dieses Upgrade bekommen. Dafür habe ich die ganzen Lamas gekriegt und so weiter. Also die ganzen Ingame-Sachen, die man für diese verschiedenen Versionen bekommen hat. Und jeder, der seine Version hat, bekommt sozusagen ein Upgrade. Und da es beim Ultimate kein weiteres Upgrade gibt, hat Epic Games gesagt, okay, bekommt 8000 V-Bucks und diesen Teddybären-Skin obendrauf. Und da kommen wir jetzt auch zu diesem nächsten Thema, und zwar wird man sich Rette die Welt nicht mehr kaufen können. Es gibt jetzt schon keine Möglichkeit mehr, sich Rette die Welt zu kaufen. Es gibt nur noch eine einzige und letzte Möglichkeit für Rette die Welt, und zwar, wenn man sich dieses Bundle holt für 20 Euro. Da ist dieser Metall-Teddybär dabei, 1000 V-Bucks und nochmal obendrauf sozusagen gratis die normale Rette die Welt-Edition. Die ist aber ein bisschen anders als die Edition, die man bis gestern noch spielen konnte, und zwar gibt es dort keine V-Bucks, die man gratis erspielen kann. Die sind sozusagen nur noch für die OG-Accounts da, die damals Rette die Welt hatten und dafür Geld bezahlt haben. Alle anderen, die sich jetzt sozusagen durch dieses Teddybären-Bundle Rette die Welt holen, bekommen diese V-Bucks-Missionen nicht mehr. Und Rette die Welt und Fortnite sind aus dem Early Access raus. Also das ist krass. Also nach 3,5 Jahren oder so ist das jetzt heute der offizielle Release-Tag für Fortnite, für Rette die Welt und so weiter. Das hat Epic Games so beschrieben, dass es so immer noch so ein Ding war, dass es da stand, aber jetzt haben sie es einfach mal weggemacht. Das Spiel wird es nicht mehr kostenlos geben, wie sie es damals gesagt haben. Das Spiel wird mehr oder weniger auf Eis gelegt, könnte man sagen. Also alles bleibt immer noch da, die Server bleiben
weiterhin aktiv, aber es wird weniger Updates geben und es wird sozusagen eigentlich kaum oder keine neuen Spieler mehr geben, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, sich das Spiel einfach so zu kaufen, außer in diesem Bundle. Ist ein bisschen schade. Ich weiß, dass es auch bei uns im Discord zum Beispiel einige Rette-die-Welt-Spieler gibt. Ein paar Updates wird es noch geben, aber Epic Games hat zum Beispiel auch gesagt, dass die ganzen neuen Skins oder die in Zukunft irgendwie in den nächsten Monaten in Fortnite Battle Royale kommen werden oder bestimmte Skin-Teile einfach nicht mehr in Rette-die-Welt supportet werden und dort nicht angezeigt werden. Kommen wir jetzt mal zu ein bisschen besseren News. Und zwar gibt es jetzt in Fortnite wieder mal mehrere neue Gratis-Styles und Items. Ich blende euch mal einen Screenshot ein von Items, die ich jetzt bekommen habe, als ich mich eingeloggt habe. Checkt es bei euch auch mal ab, loggt euch mal ein und guckt mal, ob es irgendwelche Styles gibt für eure Skins. Und am 4. Juli kommt Captain America ins Spiel, Leute. Ja, es ist soweit. Captain America wird am Start sein. Wir haben den Skin selber noch nicht gesehen, also es gibt noch keinen Leak vom Skin, aber von seinem Schild. Und das Schild ist schon drin und das Interessante dabei ist, was ich so krass finde, ist, dass der Schild sozusagen ein Backbling ist und zeitgleich eine Spitzhacke. Das finde ich übertrieben cool, das hat man bisher noch gar nicht. Das heißt, er zieht sein Schild und kann damit sozusagen Material abbauen. Bin mal sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ich gehe mal von 1500 V-Bucks aus. So sind ja eigentlich so die ganzen Marvel-Skins gewesen, preislich. Finde ich krass, aber am 4. Juli soll er kommen, also am Independence Day. Ich glaube, ich werde mir den auf jeden Fall snacken. Ich mag Captain America einfach, also ich finde es übertrieben nice. Und ich hoffe mal, dass er auch geil aussehen wird. Also ich hoffe mal, dass die mehr in die Richtung vom Film geht, dass er so aussehen wird wie im Film und nicht jetzt irgendwie wie Jonesy zum Beispiel. Obwohl Jonesy als Captain America eigentlich auch ganz witzig wäre. Ansonsten, wenn ihr weitere Leaks sehen möchtet, schaut auf jeden Fall im Discord vorbei. Da haben wir einen Spoiler-Channel, wo die ganzen Sachen gepostet werden. Zum Beispiel die neuen Challenges für die nächsten Wochen oder die ganzen Skins, wie zum Beispiel diesen Dead Jonesy. Das ist einfach Jonesy in der dicken Variante, der sich gehen lassen hat. Und der erinnert einfach 1:1 an Thor von Avengers. Gerade beim letzten Teil, genau, wo er so ein bisschen sich gehen lassen hat. Ich weiß gar nicht, warum die einfach nicht Thor genommen haben, wenn die jetzt Captain America reinbringen. Da hätten die den auch als richtigen Tor machen können. Ich weiß nicht, aber es ist, denke ich mal, auf jeden Fall eine Anspielung darauf. Dankeschön fürs Einschalten, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!